Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Decidius. Yay. Und zwar schauen wir uns heute, wie hieß das Spiel? Instant Sport Winter Games. Schauen wir uns an. Davon gibt es einige Ableger. Also ich weiß, dass es davon noch Allstars gibt. Da gibt es irgendwie noch Paradise und Tennis und sowas. Aber jetzt spielen wir Winter Edition, Winter Games. Weil ich habe mir gedacht, draußen ist super krass warm. Sogar meine Klimaanlage muss an sein, was mich immer nervt, weil ich dann das Fenster aufhaben muss und dann alle möglichen Viecher hier reinkommen. Und da habe ich mir gedacht, jo, kann man ja mal Wintergame spielen, weil irgendwie soll das ja was bringen, wenn man sich Wintersachen anguckt, dass einem dann auch kühler wird. Und vielleicht wird euch ja kühler, wenn ihr dann dieses Video guckt. So, das ist ein Minispiel, so wie ich das verstanden habe. Es gibt insgesamt 6 verschiedene Disziplinen, von Ski-Alpin über Snowboardfahren, dann gibt es noch Bobfahren, Eiscross, keine Ahnung, was das sein soll, dann noch Skispringen und Curling. Wir werden die alle ausprobieren. Es gibt auch noch eine Schneearena, aber ich glaube, das... Achso, doch, könnte man auch machen. Auf jeden Fall kann man das auch mit mehreren Leuten spielen. Leider nicht online, was ein bisschen schade ist. Wir gehen jetzt einfach mal in irgendeine Piste hier schon mal rein. Dann gucken wir mal, wie dieses tolle Spiel so ist. Genau, wir machen das mit Bewegungssteuerung. Muss man natürlich nicht machen, aber wir machen es. Springen, beschleunigen, bewegen. Okay, kriege ich hin. Let's fucking... Oh, muss ich... Go! Ah, das war nur okay. Nein, ich bin so langsam. Kann ich mich beschleunigen? Okay, beschleunigen. Mal gucken, wie schnell man wird. Mal gucken, ob überhaupt ein Gefühl der Beschleunigung aufkommt. Wir sind 1 und 3 und 4. Oh, wir werden immer schneller. Ich drücke jetzt die ganze Zeit nach vorne. Mal gucken, wie gut das ist. Oh Gott, und ich muss die... Oh! Okay, man wird ja wirklich richtig... Holy crap. Okay, wir müssen natürlich, wer Skispringen gar nicht kennt, wir müssen durch diese Tore hier durch. Und so wie das aussieht... Oh mein Gott, müssen wir... Oh, dann wir springen? Springen, springen, springen! Nice! Müssen wir so nah... Es geht an diese Tore rangehen. Holy shit, das ist gar nicht so einfach. Um ein Perfekt zu kriegen. Weil, guck mal, wenn wir jetzt so durch die Mitte durchfahren, dann kriegen wir nur ein Super. Und wenn wir nah an den Toren ran da durchgehen, dann kriegen wir ein Perfekt. Und hier möchte ich auch ein Perfekt. Nee, nur ein Super. Okay, aber ich drücke trotzdem mal die ganze Zeit da vorne, auch wenn ich denke, dass ich dadurch dann ein bisschen... Oh mein Gott, das war doch drin! Dass ich dadurch ein bisschen zu schnell werde. So, let's go. Perfekt. Oh, man wird auch instant schneller, wenn man Perfekt hat. Okay, what the fuck? Am besten, oh mein Gott, ich bin richtig schlecht. Am besten ist es natürlich, wenn man ganz schnell ist, aber wenn man so schnell es geht, nach unten kommen. Aber wenn man zu schnell ist, oh, wow, okay, hüpf, nein, ich habe den Sprung verpasst. Okay, aber man kann sich anscheinend nicht verletzen. Am besten ist es natürlich, wenn man ganz schnell runterkommt. Okay, aber wir, ich kann nicht mehr richtig reden. Es ist aber wirklich warm, ich habe Kopfschmerzen. Hopp, nice. Und ich bin hier voller Adrenalin, weil ich so fucking schnell bin. Holy, oh, okay. Macht tatsächlich Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier, wow, so schnell werden kann. Rechts sieht ja auch, wann wir ins Ziel sind. No, ich bin viel zu schnell. Werd doch mal langsamer. Ich drücke schon die ganze Zeit bremsen und der bremst einfach nicht. Aber es ist ja auch Schnee. Wie soll man im Schnee bremsen? Im Schnee kann man nicht bremsen. Nur Loser bremsen. Aber boah, ich bin voll am Zittern, vor allem, weil das ja mit Bewegungssteuerung ist. Habe ich den noch erwischt? Ich glaube nicht. Au, oh Gott. Ich bringe hier meinen Typen voll um. Alter. Wenn du in Wirklichkeit so gegen die Bande knallen würdest... Oh, hier sind die KMH gar nicht. Das ist ein bisschen schade. Dann bist du bestimmt tot. Dann verfängst du dich einfach in diesem Netz und stirbst elendig wie ein Delfin, der sich im Thunfischnetz verfangen hat. Ganz, ganz sad. So, okay. Da hast du das Ziel. Und den Netz nehme ich natürlich nicht mit. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Aber 2 Minuten. Wie viele Strafsekunden haben wir bekommen? Und die Musik fetzt ja wohl richtig. 55 Sekunden. Nice. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Das sind 11 verpasste Tore von 31 oder was. Sogar neue Bestzeit. Silber, da vorne ich und Bronze. Ich habe mich beim zweiten Versuch schon 50 Sekunden verbessert. Nice. So, und Ski-Alpin war noch das Einzige, was ich ausprobiert habe. Also ab jetzt ist das ein Blind angespielt, Leute. Slopestyle. Aber ich fand, Ski-Alpin hat schon Spaß gemacht. Deswegen musste ich das Spiel aufnehmen. So, welche Piste nehmen wir? Irgendeine, die ein bisschen interessant aussieht. Slopestyle heißt dann anscheinend, dass man ganz viel slidet, weil da sind überall diese Slide-Dinger. Wir nehmen mal die Arcade. Arcade klingt gut. Und ihr könnt mir ja mal sagen, let's go. Ob ihr auch, ein Wintersport, eine Wintersport-Affinität, what the fuck, Affinität habt? Wie komme ich denn darauf? Oder ob euch das so gar nicht interessiert. Springen. Trick. Trick! Oh, okay, verstanden. Aber wie? Muss ich... Ah, ich muss da raufhüpfen. Ja, das macht Sinn. Und dann das Gleichgewicht halten. Ah, okay, I see. Trick. Okay. Verstanden. Trick! Also das macht jetzt aber weniger Spaß irgendwie als der Skilifter. Weil hier machst du ja wirklich gar nichts. Das macht noch weniger Spaß, als das nach oben drücken.
bei Mario Kart. Auf der Wii-Version, da gab's doch auch immer so eine Nach-oben-Drück-Animation. Ja, weiß ich nicht. Das ist ja... Das ist jetzt wirklich sehr lame. Machst du ja gar nichts. Oh, ach ja, Tricks machen. Trick. Darf ich noch? Ich darf mehr Tricks machen. Oh ja, das ist natürlich toll. Aber dann so komische Tricks? Weiß ich nicht. Immer dieses Button-Mashing. Ein Glück ist das schon vorbei. Also das war sehr lame. Da war jetzt auch nicht irgendwie ein krasser Kniff dabei, ne? Beim Skifahren war das wenigstens so, dass man halt schnell sein wollte und auch nah an diesen Toren vorbeikommen müsste. Und dann war das auch ein bisschen spaßiger. Aber bei Slopestyle, da hast du ja wirklich gar nichts gemacht. Die ganze Zeit nur den Controller so ein bisschen nach oben gewippt. Ja, und das war's dann quasi schon. Das war sehr, sehr langweilig. Mal gucken, vielleicht ist Bobfahren ja besser. Das ist ja auch wieder mit Geschwindigkeit. Nehmen wir wieder Arcade? Ja komm, wir nehmen jetzt mal Arcade. Wir sind Gamer, wir nehmen natürlich die Arcade-Dinger. Oh nein, beschleunigen, guckt euch das Beschleunigen-Ding an. Oh, guckt unser Ding an, wir haben so ein Einhorn, Bob. Beschleunigen. Da müsste ich eigentlich ein Profi-Trainer sein. Come on, come on. Ja, okay. Und jetzt einfach nur die Linie halten. Okay, das kriege ich hin. Wow. Ja, okay, wenn du dann ein bisschen besser auch mit der Bewegungssteuerung irgendwas machen könntest, dann wäre das ganz toll. Ey, aber ich merke richtig, wie mein... What the fuck? Gehört das so, als ob man so schnell Bob fährt? Ich fahre einfach 500 km/h! Oh, ich fahre wirklich 250 km/h. What the fuck? Das ist ja fast schon wie Sonic. Das ist ja noch schneller als Sonic. Also wenn Sonic neben uns herlaufen würde, dann würde er uns, glaube ich, nicht einholen. Was war das denn? Und mein Handgelenk ist immer so richtig am Zittern bei solchen Spielen. Ich glaube, ich den gleich Gold bekommen. Hä, das war richtig. War das jetzt nur, weil das Arcade ist? Dass die Arcade-Strecke immer noch so ein bisschen komisch ist? Also das war erstens viel zu schnell. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwas mit der Bewegungssteuerung beeinflussen konnte. Arcade scheint aber tatsächlich dann eine andere Piste zu sein, ne? Das ist nicht nur der Style, sondern auch, wie man das spielen muss. Oh, Alter, Ice Cross. Ah, cool, wenn man das im Multiplayer spielt, dann kann man Schneebälle aufsammeln und auf die Gegner werfen. Ja, das ist natürlich cool. Hätte das einen Online-Modus, das würde das Spiel so viel besser machen. Beschleunigen. Okay, ja, das ist ja wieder wie das erste so ein bisschen. Aber hier, wow, kann man auch wieder mehr lenken. Aber richtig, okay, ich bin viel zu schnell. Kann ich irgendwie langsamer werden? Außer, okay, man kann keine Tricks machen, gerade ausprobiert. Außer irgendwo gegen zu knallen. Okay, aber das ist jetzt irgendwie auch nicht so ganz toll. Okay, ja, man muss so ein bisschen ausweichen. Und man hat, oh, man hat anscheinend auch nicht unendlich Leben. Beziehungsweise muss man dann vielleicht sich hinsetzen oder so, wenn man keine Leben mehr hat. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, ich kann aber halt nicht bremsen. Deswegen ist es ein bisschen weird. Ist das wirklich ein Sportart, was wir hier machen? Also gibt es das wirklich? Dass da so riesige... Oh mein Gott, beschleunigen. So riesige Arenen aufgebaut werden. Dass man da dann einfach rumläuft? Das wäre richtig witzig. Eine echte Sportart. Aua. Wo das so ist. Und man sich dann noch mit Schneebällen abwirft. Jetzt habe ich halt leider gar keine Schneebälle. Ich glaube, mit Schneebällen ist das dann so ein bisschen wie Mario Kart. Aber halt nur mit einem Item. So als wenn jeder die ganze Zeit nur grüne... Wow, grüne Panzer hätte. Das ist aber kein echter Sport, oder? Das ist einfach nur so ein Fun-Sport, glaube ich. Aber wäre schon witzig. Stelle ich mir auf jeden Fall richtig witzig vor, wenn da so Profis Schlittschuh laufen und sich dann die ganze Zeit mit Schneebällen abwerfen. Ja, weiß ich nicht, war auch nicht so gut. Und schon wieder Gold. Also anscheinend, entweder bin ich übelster Profi oder dieses Spiel ist so einfach. Skispringen! Auf der, ja komm, Piste 1. Die sieht cool aus mit den Pinguinen. Pinguine sind witzig. Ich mag Pinguine. Die sehen immer so aus, als wenn sie einen Frack an hätten. Ja, ja. Und können dabei nicht fliegen. Was sind das denn für Vögel, die nicht fliegen können? Okay, schön in der Mitte bleiben, sagte er. Ist das wirklich so, dass man da so viel Freiraum hat? I don't know. Ich bin nie Ski gesprungen. Ich weiß doch nicht. Schade. Ich glaube, das war da nicht so gut. Ah, oh Gott. Okay, ja, ich habe gar keinen Plan, wie Skispringen geht. Ich glaube, man muss sich so ein bisschen nach vorne lehnen. Wow, nicht mit dem Kopf aufkommen. Nach vorne lehnen. Die Landung war immerhin gut. 157 Meter. Ist das gut? Ist das schlecht? Meine Geschwindigkeit war gut. Meine Puls war richtig scheiße. Also das ist, wie ich gesprungen bin. Gleichgewicht auch richtig, richtig schlecht. Aber die Landung war toll. Wow. Dizzy hat gewonnen. Er hat ja auch nur gegen sich alleine gespielt. Aber danke, ja, ich habe gewonnen. Nee, so schlecht war ich anscheinend gar nicht. Wenn 190 schon Gold ist. Warte, das machen wir nochmal. Aber scheint auch nicht so spaßig zu sein. Das stelle ich mir auch nicht spaßig vor, wenn man das mit anderen Leuten spielt. Da würde ich dann tatsächlich lieber Tennis oder Golf oder sowas bei Wii Sports spielen, was da jetzt auch rausgekommen ist. Und da gibt es sogar Volleyball, Leute. Volleyball ist richtig cool. Volleyball spiele ich ja auch privat. Im Verein. Da hätte ich schon... Oh, und Bock drauf. Das war zumindest okay. So, weiter runter. Okay. Okay, warte, wir probieren es mal aus. Was passiert, wenn wir auf dem Gesicht landen? Wir sind eh hässlich. Okay. Schade. Er fällt nicht irgendwie krass hin oder so.
Ich habe trotzdem gewonnen, ja. Gut, eine Sache haben wir noch. Curling ist bestimmt auch richtig spaßig, Curling. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Curling nicht spaßig ist. Ja, guck mal, jetzt sehe ich es auch. Level 1, also das sind wirklich verschiedene Levels. Also nicht nur, dass das Design anders ist, sondern Level 1 ist einfach das Einfachste, Level 2 ist schwerer und Arcade ist dann halt mit irgendeinem speziellen Crew da drin. Also hier sind zum Beispiel Pinguine. Das stelle ich mir vor, dass die Arcade-Dinger auch am meisten Spaß machen. Guck mal, der König-Pinguin da hinten, das ist natürlich funny. So, oh, das macht natürlich auch mit mehr Leuten Spaß. Oh, tschu! Muss loslassen. Wischen. Das war viel zu viel. Ja, es gibt tatsächlich mal einen Gegner. Das ist toll. Wieso gab es das bei den anderen Minispielen nicht? Stößt da mein Teil da vielleicht rein? Nee, er ist einfach lame und geht selber da rein. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Den schmeiße ich raus. Scheißegal, wo meiner landet. Hauptsache seiner fällt weg. Bisschen und... Hey, ich weiß aber gar nicht, wie ich den anhalten soll. Aber wir haben zumindest den anderen Puck rausgeschleudert. Das ist doch ganz gut, oder? Ganz gut, ja. Ha, du Vollidiot! Hat er meinen Puck... Na, oh, doch, ist doch drin. Ist das ein Punkt? Yes, ein Punkt. So ein Volldepp. Ha. Ich will nicht wischen. Doch, ein bisschen wischen. Wisch um dein Leben. Wisch um dein Leben. Oh, aber doch nicht so. Nein, nicht. Jetzt drückst du den doch da rein. Aber wir sind beide drin. Bleib stehen. Ein Punkt. Ist das wirklich nur ein Punkt? Das sind zwei Punkte, ne? Das sind mehrere Punkte, weil der im roten Bereich ist. Aber bisher haben wir noch gar keine Punkte. Oh, oh. Jetzt wird's aber knapp, Leute. Es wird aber richtig knappi. Er stößt sich selbst. Ja, genau in der Mitte. Der cheatet doch. Ein Spiel, wo ich mal nicht gewinne, oder was? Okay, wir müssen beide rausballern von denen. Ich werde garantiert meinen Rechten selber treffen und wahrscheinlich auch noch den da hinten. Aber egal. YOLO! Richtig viel Speed, um alle rauszuballern. Bleibt irgendjemand drin? Was ist passiert? Ja! Unentschieden. Nice. Nein, er darf noch einmal. Oh, das habe ich nicht bedacht. Ich habe nicht bedacht, dass er noch einmal darf. Er muss ja nur treffen. Oh, das ist ja assig. Fliegt weiter. Nein. Dann habe ich wohl verloren, weil er einen Punkt gemacht hat. IAI hat gewonnen. Gut, dann haben wir hier noch Schneeball werfen. Mal gucken, ob das... Ja, scheint auch zu gehen. Nachladen. 1, 2... Oh, wie viele kann man nehmen? 9, 10... 10 Stück. So, wo ist er? Oh, ich habe gar keinen Gegner. Ich habe nur so eine blöde Maschine als Gegner, oder was? Oh, oder kann ich den Pinguin abwerfen? Hallo, Pinguin. Oh, er hat den Pinguin abgeworfen. Ich würde sowas nie tun. Sorry, Leute. Mein Gegner ist voll das Arschloch, dass er euch hier die ganze Zeit trifft. Er hat nur noch 3 Leben. Ja, okay, das ist ja viel zu einfach. Also das sollte man wahrscheinlich gegen echte Leute spielen. Guck mal, der weicht nicht mal aus. Der greift die ganze Zeit die unschuldigen Menschen hier an und die unschuldigen Pinguine. Okay, das war auch richtig, richtig lame. Aber so richtig lame. Also ich glaube, ich würde dafür keine 30 Euro ausgeben. Hätte ich hier noch einen anderen Typen, der das mit mir spielen würde, dann kann das vielleicht spaßig sein. Aber so alleine, weiß ich nicht. Also alleine hat mir jetzt eigentlich nur Spaß gemacht. Bobfahren? Nein, Eiskos, ne? Eiskos war das. Eiskos war ganz okay. Auch nicht der Oberbringer. Am meisten Spaß gemacht hat noch Skialpin. Naja, müsst ihr wissen. War ja nur ein angespielt. Von dem her, jetzt habt ihr einen kleinen Überblick bekommen, was es hier für Dinger gibt. Könnt ihr aber schreiben, welche Sportart ihr am witzigsten fändet. Und wie ihr das Spiel allgemein findet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.